sehr besonderes Rennen. Ich freue mich drauf. Ja, die Stimmung ist sehr gut. Großes Kompliment an unsere Mannschaft. Viele schwere Unfälle, viel Trümmer auf der Strecke. Leider Totalschaden. Alle sind hochmotiviert. Sehr viel Nebel und rote Flagge. Wir sind beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Ja, also hier am Nürburgring ist immer sehr speziell, weil das Wetter schwer vorherzusehen ist. Jetzt laufen gerade die letzten Vorbereitungen für das Rennen. Wir können uns auf ein starkes Rennen freuen. Also im Rahmen der Vorbereitung haben wir unter anderem auch die kompletten Pflegeprodukte der Motul eingesetzt. Wir haben genug Regenreifen dabei, so das Wetter ist ziemlich auf der Kippe. Ja, die Herausforderungen sind es eigentlich wie jedes Jahr, erstmal auch die 24 Stunden zu überstehen. Am letzten Moment haben wir gewechselt auf Regenreifen und viele andere haben das auch gemacht. Wir haben als Ziel die Top 20. Dieses Jahr wollen wir versuchen, 0,3 Sekunden vor dem Zweitplatzierten zu sein. Also wir freuen uns und sind froh, so einen starken Partner an der Seite zu haben. Wir haben einen Turbomotor, das heißt, wir sind sehr darauf angewiesen, auf die exzellenten Produkteigenschaften von Motul. Wir haben gestern einen guten Anfang vom Rennen gehabt, immerhin Top 5. Ja, die momentane Lage ist leider ein bisschen kritisch. Wir haben eben ein Auto verloren. I just got out of the car. It's getting dark, but it's really starting to rain out there. Das Rennen lief bis zu dem jetzigen Rennabbruch sehr gut für uns. Man konnte einfach gar nichts mehr sehen. Es war total diffizil zu fahren. Viel zu viel Nebel auf der Strecke. Mit Motul konnten wir hier einige neue Ölsorten ausprobieren und mit denen wir sehr zufrieden sind. Wir sind sehr stolz auf die Partnerschaft mit Motul. Die Produkte sorgen immer für einen klaren Durchblick und auch für eine unfallfreie Fahrt. So, wir haben es geschafft. Das Rennen wurde dann letztlich doch nicht mehr neu gestartet. Wir sind insgesamt jetzt nur ungefähr 7,5 Stunden Rennen gefahren. Das war ein bisschen wenig für unseren Geschmack, aber das ist ein Riesenspaß hier mit dem Team. Nächstes Jahr können wir auf besseres Wetter hoffen und dann wollen wir nochmal richtig angreifen.